Hallo, na, was geht ab? Also, Premiere für mich heute. Ich fahre die Baureihe 363. Ich habe von Diesel eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, also weder im echten Leben. Ich habe keine Dieselausbildung. Und in TSW bin ich bis auf den 628 auch noch keinen Diesel gefahren. Deshalb fahren wir jetzt die Baureihe 363 von Rosenheim erstmal bis Bad Endorf und dann in Teil 2 noch von Bad Endorf nach Rimsting. Manche Rimjobs stinken. Was? Aber wir machen beide Teile in dieser Folge, weil der erste Teil geht irgendwie 20 Minuten und der zweite Teil 10 Minuten. Das passt ganz gut. So, warten Sie einen Moment. Ja, warten kann ich gut. Also aufgerüstet ist ja anscheinend alles. Hier haben wir die direkte Bremse, Zugbremse. Okay. Aha. Okay, bedient sich. Okay, das ist eine indirekte Bremse ohne Stufen. Ja, quasi wie das Zusatzbremsventil. Leistungsregler. Ach so. Muss erstmal gucken, wo ich hier die PZB einschalten kann. So, Licht anmachen ist natürlich auch immer nicht verkehrt. Ach so, wow. Ja, ich habe ja nur zwei Wagen dran, ist ja süß. Gut, aber PZB, ich habe keine Ahnung. Oh man, die PZB einschaltet. Ich könnte jetzt natürlich. Ja, boah, warten. Ziel erfüllt. Ich guck mal eben in die. Ich pausiere euch mal eben. Und dann gucke ich mal in die Tastenbelegung. Also ich habe es irgendwie nicht gefunden. Die Tasteneinstellung, wo ich dachte, es könnte funktionieren. Hat nicht funktioniert. Na gut, dann fahren wir heute mal ohne SIFA und PZB. Und was mir noch aufgefallen ist, ich musste erstmal gucken, wie schnell ich überhaupt fahren darf. Also die Lok darf im Rangiergang 30 km/h maximal. Ja gut, beim Rangieren darf sie eh nur 25 fahren, außer mit Ansage freier Fahrweg. Und im Streckengang 60 km/h. Also dürfen wir maximal 60 km/h fahren. Okay. Wie kriege ich jetzt die Lang, die die Gok, die Lang, Mann, die Lok in Gang. Scheiße. Richtungswender vorwärts. Geht trotzdem nicht. Hallo. Okay. Ah. Nope. Ich probiere noch mal ein bisschen rum. Bis dahin pausiere ich euch noch mal. Aha, okay. Also, hier war Hauptschalter. Generalschlüssel stand auf aus. So.
Jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ah ja, das sieht gut aus. Oder auch nicht. Was ist das hier irgendwie noch? Oh, Digga. Was ist hier los? Ich übernehme nochmal. So, zack. Richtungssender vorwärts. Aha, so. Endlich. Achso, Siefer brauche ich ja nicht drücken. Ich darf hier nur 20 fahren. Achso, wir rangieren wahrscheinlich noch. Ja, es ist hier noch Rangier. Dingsbums. Man sieht hier auch echt nichts, ne? Jetzt darf ich auf einmal 40 fahren angeblich. Das halte ich aber für ein Gerücht, da wir ja immer noch eine Rangierfahrt sind. Also 25. Warte mal, wieso kommen wir... Was? Moment mal. Warum ist denn hier ein besetztes Gleis? Müssen wir hier rückwärts rangieren jetzt? Okay, dann... machen wir das mal irgendwie. Ja, ne, wir sind jetzt, wir tun mal so, als wären wir der Rangierer irgendwie jetzt und stehen vorne auf der Spitze mit der Funkfernsteuerung. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist hier. Weil es hatte mich auch verwirrt, dass hier die Zahl immer größer wird. Aber das können die doch unmöglich als Zugfahrt programmiert haben hier, oder? Ich kann ja, bin ja, also ich kann doch hier nicht als geschobene Zugfahrt jetzt da irgendwo hinfahren. Aber bin ich nicht von hier gekommen? Ach so, hä? Ich sag mal. Ich verstehe dieses Szenario nicht.
Ich habe keine Ahnung. Ja, und jetzt? nee, ich weiß es nicht. Wir machen mal. Wir probieren mal den zweiten Teil. Dass wir zumindest noch ein bisschen was fahren können hier. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, was ich jetzt verkehrt gemacht habe oder was das Spiel verkehrt gemacht hat. Also, das ist ja irgendwie. Das ist ja alles irgendwie so nicht ganz richtig. Wo sind jetzt die 363 hin? Achso, hier war ich zuletzt gespielt, ja, alles klar. Warum kann ich jetzt nicht? Ach nee, war das ein Szenario, oder? Nee. Das war doch Fahrplan. Digga. So. Nicht Szenario. Meine Fresse. Ich bin echt am Verzweifeln hier gerade. Zughalle. So, Fahrplan. 363. Da konnte ich doch eben noch das andere auswählen. Hier, Salzburg, schieß mich tot. Achso, nee, es geht ja erstmal nur um die Lok. Ah, Gott, ja. So. So, dann probieren wir das jetzt einfach mal hier. Mal gucken, ob das. Also, das ist. Ja, nein, auch noch schön gegen den Preibock gefahren. Oh je. Naja. So, drei Wagen haben wir jetzt. Also irgendwie. Warten Sie einen Moment. Ja, das kann ich gut. So, inzwischen weiß ich jetzt auch. Das Ding muss hier nach links. So, dann muss ich hier übernehmen. Und Richtungssender vorwärts. So, Zugbremse auf Lösen. Und aber indirekte Bremse kann ein bisschen rein. So. Achso, und Spitzenlicht natürlich an. Zack. Zack. Mann. Zack. Instrumentenbeleuchtung war da. Noch ein paar XP erfarmen hier, auch wenn es nur mit dem Pfeifen ist. Ach, ist das alles spannend, meine Damen und Herren hier. Eieieiei. So, mach grün hier, Kollege. Hier, wo ist hier der Hörer? Nicht da, ach da. Abdeckung PCB-Schalter? Ach, egal. Ah, okay. Ich habe zumindest jetzt gefunden, wo man die PCB einschalten kann. Oh, 55, oh Gott. Und das ist auch Art. Das wird ja spannend. Ziel erfüllt. So, dann können wir jetzt. Leuchtet irgendwas Weißes. Mann, jetzt ist gerade so eine Fliege, die mich nervt. Was soll das sein?
Ich sag da jetzt nichts. Ich fahre jetzt hier einfach mit 60, wie mir das Spiel das sagt. Oder 55. Hä? Also, ich weiß nicht, was das Spiel von mir will heute. Wir fahren jetzt hier gemütlich lang und gut ist. Am Sportplatz vorbei. Ja. Und sonst so? Er geht auch noch gut bergauf. Wir fahren hier jetzt noch die 3 Kilometer, dann ist hoffentlich vielleicht auch das Szenario zu Ende. Ich habe, das ist. Das ist doch alles irgendwie. Ist doch alles, ist es doch alles irgendwie, ne? Ah. Hat denn das Ding gar keine SIFA eigentlich? Warte mal, wenn das Ding gar keine SIFA hat, dann dürfen wir eh nur 50 fahren. Hat diese Lok eine SIFA? Sagt mir das mal. Es muss doch eine SIFA haben. Oder nicht? Na gut, also wir sind ohne SIFA unterwegs, also VMAX 50 km/h. So, halten wir uns wenigstens mal da dran. Ah, Mann, diese dumme Fliege hier gerade. Also ich habe echt von dieser Lok keine Ahnung, ne? So 50 hatte ich gesagt, ne? Und ja, ich weiß, dass das die Lokbremse ist. So die direkte Bremse. Das reicht auch bei 2 Wagen, um nur 2 km/h runter zu bremsen, ist das vollkommen okay. Ich komme mir echt gerade vor wie der allerletzte Volltrottel hier, ne? In dieser Episode. Junge, Junge, das geht bergauf. Also im echten Leben macht es bestimmt Spaß, hier so eine Rangierlok zu fahren. Oha, es geht richtig bergauf. Ja, man muss erstmal sich rausfuchsen, wie viel Leistung man so aufschalten kann, dass er die Geschwindigkeit hält. Gerade wenn es, oh, jetzt geht es wieder mehr bergauf, 1% Steigung. So, 700 Meter noch, dann haben wir es geschafft. Halt erwarten.
Rollen, rollen, rollen. So, wie es aussieht, fahren wir jetzt links rein. Wobei hier auch nirgendwo irgendwie Langsamfahrt war oder so, weil jetzt zeigt er uns auch an, 40 km/h. Ah, ich habe ein bisschen Angst. Oh. Prellbock. Ich habe damit schlechte Erfahrungen, wie ihr gesehen habt. Ich muss hier mal in die. Ich sehe sonst nichts, wo die Markierung ist. Nein. Naja. Ziel erfüllt. Und jetzt? Das ist doch hier alles. Es ist doch hier alles, ist doch das irgendwie an einem Ort anhalten. Das heißt, ach so, jetzt muss ich rückwärts oder was? Ups. Falsche Knöpfe gedrückt. Aha, aber muss ich mir denn die Weichen jetzt selber stellen? Ich meine, ja, es sind Handweichen, aber wahrscheinlich hätte ich das in dem ersten Szenario auch machen müssen. Ja, guck, da ist nämlich. Ah, ja, verstehe. Die Weiche liegt nämlich falsch. Kann ich die einfach so umstellen? Nee. Wie stelle ich denn jetzt die Weichen um? Okay, also der Fehler ist gefunden. Ich hätte vorhin wahrscheinlich die Weiche umstellen müssen. Wie stelle ich denn die jetzt um? Ja, okay. Ich pausiere euch nochmal. Ich gucke mal in die Tasteneinstellungen. Also ich habe nichts gefunden, aber ich habe gerade die Idee gehabt, vielleicht, wahrscheinlich müssen wir sogar hier aussteigen und die Weiche von, ups, von Hand umstellen. Also das wird wahrscheinlich am meisten Sinn machen. Ah ja. Ah, okay. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das vorhin in dem anderen Szenario auch machen können. Aber dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Oh. Hauptsache, ich laufe erstmal zum falschen Zug. Meine Fresse, was für eine Katastrophenfolge heute. Eieiei. So. Hatte doch die Bremsen eigentlich gelöst. Vor allem 40 km/h, ja, nee, ist klar, hier beim Rangieren. Fahrzeuge abkuppeln, zwei Wagen. Okay, dann machen wir das auch noch.
Jetzt mal auf diese Seite runter. Zack. Klicken, um abzukuppeln. Okay. So, wo muss ich jetzt hin? Auf jeden Fall dahin, ne? Erstmal wieder zurück, logisch. Woanders kann ich nicht hin. Also es wäre sinnvoll, Gleis 1, Wimstink neben Gleis 1. Es kann ja eigentlich nur das da sein, oder? Stand da nicht irgendwas drin, dass dieses Szenario nur 10 Minuten braucht? Ich bin sehr gespannt, ob das alles so richtig ist. Nee, die Zahl vergrößert sich. Moment, dann hätten wir... Ah, wir hätten da wahrscheinlich einfach bis zum Bock fahren müssen. Okay, dann geht's wieder nach vorne. Ach ja, okay. Okay, der Bock ist noch weit weg. Ach, an Formation ankommen. Jetzt muss ich nämlich zurückfahren. Ich raste aus. Aber die Weiche liegt zumindest schon richtig. Was für ein Quatsch, dass ich da bis da vorne hinfahren musste gerade. Jetzt nehme ich doch mal die Zugbremse. Oh, ist sie stark. Es ist ein bisschen ungünstig, hier hinten zu gucken, aber hier das Zusatzbremsventil zu bedienen. Hallo? Ich muss das mir echt mal hier auf die Tasten legen. Habe ich in der letzten Folge schon gesagt mit der 110er, ne? Ach Mann!
Ist doch. Ah, okay. Aha. Das ist ja alles spannend hier. Eieieiei. Ja, ich. Aber ich habe. Was ist das hier? Hier ist. Es ist nicht Silber. Das ist hier. Harter Aufprall. Ja, leck mich doch am Arsch. Was kommt nach Gold? Ich hab's vergessen. Keine Ahnung. Also. Katastrophe heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, winke, winke und bye bye. Und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare zu der Folge.